Wunderschönen guten Morgen. Es ist 8:52 Uhr. Mein Name ist Carlos Martins und wir hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns heute auf unseren DAX-Trade wie immer wieder vor. Wir haben heute Morgen eine Trading Range von 11,7 Punkte. Das ist nicht sehr, sehr viel. Ich hole mal die Box raus. Wir sind also auch dicht an den Punkten, also dicht am Hoch. Die Linien platzieren wir mal, das Tief direkt am Daily Pivot und das Hoch, ja, platzieren wir ein Tickchen höher, weil sonst würden wir direkt ausgeführt. Wir sehen, die weiße Kerze kommt jetzt hier und macht neue Hochs. Wir müssen das also noch ein wenig anpassen hier, haben aber so. Haben auch noch eine Minute Zeit. Das Hoch jetzt bei 12.474 würde eine Box bedeuten von 13,19 Punkte. Das ist okay. 49 Sekunden noch. Also, wenn das so bleibt, würden wir long gehen bei 12.475. Short gehen bei 12.461. Noch schalten wir nicht scharf. Wir sollten noch ein Tickchen runterkommen. Okay, ich versuch's mal. Ja, wir werden. Ich komme noch nicht rein. Ich brauche noch ein Tickchen tiefer. Ja, die nächste Kerze wird jetzt geöffnet. Sind noch zu dicht. So, es ist 8:55 Uhr und ich bin jetzt, habe die Order scharf geschalten. Long bei 12.475, Short bei 12.461. Das ist die Box für den Donnerstag, den 6. Juli. Meld mich dann gleich nochmal. Oder Markt, es ist 8:57 Uhr, hat uns jetzt schon vorbörslich eingezogen. Das heißt, wir sind jetzt long mit dem ersten Trade. Gewinnziel liegt bei 12.483. Es ist 8:58 Uhr. 14 Sekunden noch bis zur Markteröffnung. So, 9 Uhr Markteröffnung und jetzt schauen wir mal, wir sind im Trade Nummer 1 schon long, wie sich der Kurs hier entwickelt. Wie gesagt, Gewinnziel liegt bei 83. Ein kurzes Update, 9:01 Uhr, wir haben ein neues Hoch eben abgebildet bei 78, aber wir sehen, Markt kommt hier wieder zurück, wir sind immer noch im Trade Nummer 1. So, jetzt geht es nochmal einen Schub nach oben. Es ist 9:04 Uhr. Noch 2 Punkte fehlen. Und 80 gehandelt. Ah, die 5-Minuten-Kerze noch nicht rum. Das Hoch war bei 81, 83 liegt unser Gewinnziel. 80 nochmal. Die erste 5-Minuten-Kerze ist ausgeprägt. Und jetzt sind wir draußen aus dem Trade. Oh, ich habe den Trade hier nochmal eingezeichnet. Das ist Trade Nummer 231 in Folge, meine Damen und Herren. Und wir konzentrieren uns hier im Traders Club jetzt weiter auf die nächsten Trades. Gestern haben wir insgesamt 5 Boxen getradet im DAX. Ihr seht es hier, also nach der
Eröffnung, die ihr auf YouTube seht, machen wir hier im Traders Club Live Trading Raum weiter. Ich wünsche euch allen ein erholsames Wochenende. Morgen gibt es kein Video wegen Arbeitsmarktzahlen. Und wir haben hier in Hamburg G20-Treffen und wir sind direkt mit unserem Büro im Zentrum. Luftlinie 10 Meter, glaube ich, ist das Hotel von Putin. Dann haben wir das Hyatt hier gegenüber, also ist einiges los. Ich, wie gesagt, wünsche euch jetzt in dem Maße schon ein schönes Wochenende.